von der Alarmmühlen 44. Alarmmühlen 44 hat abgelegt, 14 am Standort, komm. Ja, Sie bitten den Pendelkanadier in Zukunft beim Wassersport anzulegen. Den Pendelkanadier bitte in Zukunft beim Wassersport unterhalb anlegen. In dem soeben gestarteten Rennen geht es um einen Pokal, gestiftet vom Sportverein Paul Pallas. Im Rennen 6 starten der einständige Schüler Klasse A über 2000 Meter. Bahn 1 Andreas Rexford, AKC Oberhausen. Bahn 2 Oliver Buder. Bahn 4 Sascha Landsack, TSC Rheine. Bahn 5 Michael Marsch, KLG Düsseldorf. Im Zielbereich sehen wir schon das erst gestartete Rennen. Wenn die weiße Flotte passiert, im Moment noch nicht, wenn der Zieleinlauf erfolgt ist. Es ist in Führung die Mannschaft Reichert Steile vom Herdecker KC. Gefolgt von Hülsmann Schuster, ebenfalls Herdecker KC. Vor dem nächsten Start lassen wir jetzt die Rohrschiffer durch. Thank you.
Die Ruhrschifffahrt kann mit verminderter Fahrt bitte die Regattastrecke passieren. Dritter in diesem Lauf werden Scholz, Scholz, MKV Mülheim. Die siegreiche Mannschaft bekommt Sachpreise. Diese sind gestiftet von der Tela-Versicherung. Fahren hier noch weiter vor. Oliver Bruder, Müller, Vorfahren. Gestartet ist das Rennen. In Führung liegt Thorsten Dorn vom Erdecker KC. Bürger gegen AK Urba. Und dazwischen kommt noch der K2 männliche Schüler A. Schöpfer Fiedler, PC Reine. Anne Jonas Wiesen. Herdecker KC vor Schöpker Fiedler und Lux Träger KSG Oberhausen.